Hallo liebe Freunde, ich hoffe, es geht euch allen sehr, sehr, sehr gut. Übrigens, bevor ich jetzt anfange, morgen kommt das Video Französisch lernen für Anfänger. Also Lektion 31, Lektion 31 und übermorgen kommt dann Arabisch lernen für Anfänger Lektion 17. Also mein Video hier, das Video hier, dreht sich um die Folge von Germany's Next Topmodel von heute, 4.4.2013. Also ich saß da nach einem langen Tag und ich habe gesagt, okay, jetzt läuft nichts im Fernseher, schau dir mal dann Germany's Next Topmodel. Heute ging es ums Sport allgemein, ums Boxen. Und nicht nur Boxen, Boxen, Ballett und American Football. Und ich musste unglaublich viel lachen, besonders Heidi Klum ist wirklich ein bisschen crazy, voll verrückt. Sie waren da beim Boxen. Und Heidi Klum, sie wollte, dass sie nicht nur so rumspielen, so, sondern dass sie sich wirklich gegeneinander hauen und die Nase kaputt machen. Ich musste voll lachen, als da war so ein Challenge zwischen zwei und dieser Enrique hat angefangen Fotos zu machen, aber der war ja unzufrieden, weil sie die ganze Zeit nur so gemacht haben und die eine, ich habe jetzt nur, sorry, ich habe jetzt ihren Namen vergessen, die eine ist ja, sie ist ja vorher Sportlerin, sie macht ja Kickboxen, aber sie hat die ganze Zeit ein bisschen Angst, die andere, ja, schwer zu treffen und der Weg zu tun und dann hat sie immer so gemacht und dann kam Heidi Klum und ich musste voll lachen. Da kam, sie hat gesagt, nein, so geht's nicht, du musst was machen. Und dann hat sie so gemacht, du musst bam machen. Und ich lag da auf dem Bett, ich habe gelacht und gelacht und gelacht. Wieso das, was Heidi gemacht hat? Das war voll verrückt. Die Heidi muss wirklich zu einer Comedy-Show gehen. Also, das war eigentlich gar nicht schlecht, wie ich gedacht habe. Hat mich eigentlich interessiert. Ich habe auch so jetzt gemerkt, warum Germany's Next Topmodel auch viel Zuschauer hat. Also für Leute, die wirklich ein bisschen Abschaltung suchen. Germany's Next, sie können gerne solche Shows meinetwegen gucken. Raus ist Jana. Jana ist raus und ich habe so gemerkt, dass viele, die haben sich so, sie bekamen so eine riesen Überraschung. Warum Jana? Warum Jana und nicht Maike oder Christine? Weil die Maike, keiner mag sie irgendwie. Sie ist so der Außenseiter da. In diese Staffel dieses Jahr, Staffel 8, und die Christine, und jetzt, ja, Jana jetzt fliegt wieder zurück nach Deutschland, und jetzt alle gehen nach New York, jetzt fliegen sie alle nach New York zur Fashion Week. Aber ja, aber ich habe so gemerkt, das gibt es immer so bei Heidi Klum so Top-Favoriten. Und ich glaube, die Top-Favoriten für Heidi, so wie ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, dass die Top-Favoriten sind Luise, Maike und Jacqueline. Ich glaube, die drei werden sicherlich in der Finale stehen. Also das war's, liebe Freunde. Ich fand das so mit Heidi. Das war so cool. Ich sage euch erstmal tschüss, sagt mir eure Meinung darüber, falls du Fan bist. Sag mir, was sind deine Favoritinnen? Falls du kein Fan bist, sag mir, warum du diese Germany's Next Topmodel nicht magst. Ich freue mich auf eure Meinung und ich sage euch, wie Heidi das gemacht hat. Pa, 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 bam! Und bam! Und bis zum nächsten Mal. Und falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann tu es, Maro Welt Show. Mehr gibt es natürlich bei Facebook unter Maro Welt oder bei Twitter Maro Welt. Tschüss, liebe Freunde. Und morgen Französisch lernen für Anfänger. Danach Arabisch lernen für Anfänger.